Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Vlog. Im heutigen Vlog geht es nur um Dirk. Er wird nämlich 30. Ja. Wow. Und für die Leute, die Dirk kennen, wissen natürlich, dass er ausgiebig feiert, sehr pompös und immer übertrieben. Deswegen, es wird eine Poolparty geben. Er ist ja nicht umsonst Sommerkind, das müssen wir ausnutzen. Und jeden Sommer gibt es wirklich gutes Wetter an Dirks Geburtstag. Es gab noch nie schlechtes Wetter. Es gab immer die Tage davor schlechtes Wetter und genau an seinem Geburtstag 30 Grad. Jedes Jahr. Wir machen uns jetzt aber erstmal auf den Weg zum Blumenladen meiner Eltern. Wir werden ein paar sehr aufgeblühte Blumen, die meine Eltern gar nicht mehr verkaufen, holen und das heute als Deko benutzen und den Kleinen abgeben. Bevor es aber zur Oma geht, verbringen wir noch ein bisschen Zeit draußen. Ja, das muss auch drin sein. Ja. Aber die war doch, wird doch fragen, gell, Mimi? So, wir haben das Kind abgegeben, sind uns nochmal fertig machen gegangen. Dirk war natürlich immer ready mit seiner knallgelben Hose, damit er heute als Geburtstagskind auffällt. Und bevor wir jetzt zur Location fahren, muss ich noch ein bisschen einkaufen für Charcuterie und meine Freundinnen abholen und die werden mir natürlich helfen. Grünzeug dran lassen, dann sieht es besser aus. Okay, got it. Charcuterie, Deko-Tipp. Jetzt. Tada! Und da könnte man jetzt noch was reinmachen. Ja. Was soll man da reinmachen? Ich hab keine Ahnung. So, meine Freunde und einer von Dirks Freunden helfen mir jetzt ganz fleißig bei der Vorbereitung für Charcuterie, Fingerfood etc. Und bei der Gelegenheit wollte ich euch noch kurz die Location zeigen, denn sie ist wirklich einmalig in Berlin. Keine Werbung. Da hinten ist schon mal der Barbecue-Bereich, abgetrennt mit einer ganz langen Tafel. Dann haben wir hier auch noch eine Lounge-Ecke mit sehr, sehr viel Platz. Ein kleiner Pavillon mit Küche, Bar, also richtig, richtig cool. Pool, noch mehr Lounge-Ecke. Hier ist eigentlich noch ein Jacuzzi, wird dann auch noch angeschmissen. Lounge-Ecke, Dusche, nachdem man im Pool war. Jetzt ist mein Hemd nass. Okay, ich glaube, die Hälfte der Gäste sind schon da. Wir warten noch auf das Catering. Wie ihr euch vorstellen könnt, gibt es Dirks Lieblingsessen. Free Food Content. Bisschen kalt. Nein, sag das nicht, es sieht voll warm aus. Geburtstagsgeschenk vorzeitig. Vielleicht ja gar nicht. Ja, Mann, so muss das sein. Wie ist das so angenehm? Ja, bezüglich Torte habe ich natürlich meine Vorbereitungen getroffen. Er kriegt eine passend seines neuen Alters. Eine Demon Slayer Torte! Hallo! Hallo! Reality Check. Jemand muss auch aufräumen. Was? Hab gesagt, jemand muss auch aufräumen.
Und das ist natürlich nicht das Geburtstagskind. Und einmal Klo putzen zwischendurch. Da sieht man immer noch nichts. Oh mein Gott, es wird Blitz. Oh mein Gott, ich hab Tachiros im Kopf. Mann. Oh mein Gott. Das ist nicht lustig. Nice. Nächster Morgen. Fragt mich bitte nicht, warum ich einen Kater habe. Mein Körper fühlt sich einfach richtig kaputt. Richtig alt. Ich glaube, ich bin 30 geworden und nicht Dirk. Denn der fühlt sich nämlich gut. Ich habe so Placebo-Hangover, glaube ich. Jetzt sind wir erstmal im Dungshund-Center und frühstücken. Katerfrühstück. Okay, wir haben jetzt im Dungshund Pho gegessen und ich war zu unfähig, es zu filmen. Aber ja, das ist so ein typisches Katerfrühstück. Und dann sind wir nach Hause und haben tatsächlich noch zusammen 2-3 Stunden Mittagsschlaf gemacht mit dem Kleinen, weil wir das brauchen. Und er denkt so, ja, meine Eltern brauchen das. Und dann macht er mit. Und Dirk ist gerade dabei, ganz, ganz viele Geschenke auszupacken, weil er in so einem Zustand gestern war, wo es nicht geklappt hat. Ich habe ja heute schon so einen Geburtstagspost auf Instagram gemacht und einige haben auch schon kommentiert, ob ich zeigen kann, was Dirk so geschenkt bekommen hat, weil Dirk war wirklich eine Person, wo es super, super schwer war. Und generell ist es auch immer so, ja, was schenkt man einer Person, die schon alles hat? Und er hat einfach ein Schwert. Okay, das ist jetzt kein gutes Beispiel. Das hast du auch von einem super nerdigen Freund geschenkt bekommen. Aber es ist ein Insider unter euch, deswegen ist es okay. Bis jetzt, was wir ausgepackt haben, sind super viele Gutscheine. Ist ja quasi wie Geld. Wenn man Dirk kennt, weiß man, das ist okay. Dirk hat einfach einen Gutschein für Gesangsunterricht gekriegt. Mit 40 werde ich auf Tour gehen. Ja, das ist das Ziel. Mal gucken, aber das ist was super Persönliches. Ah, wie cool. Oh mein Gott, Tamagotchi. Mega Yoga, Alter. No Angels. Yoga-Karten. Und noch ein Peace-Figur. Die sieht nice aus. Die One Piece-Figur sieht genauso gut gebaut aus wie du. Wir haben übrigens auch noch einen Elektrogrill bekommen. Das haben wir noch nicht. Und das ist ganz praktisch für den Balkon. Jetzt haben wir ein Geschenk von Dirks besten Freund. Es sind Foam Runners. Aber Partner, ich habe noch die anderen. Also diese Schuhe konnte man nur bei einer Auslosung gewinnen. Und er hatte Glück, dass er die bekommen hat. Und jetzt haben wir Foam Runners für Kind. Aber erst Schuhgröße 27. Ja, Mann. Das dauert noch. Bis dahin darfst du auch nicht anziehen. Du leierst es sonst aus. Alien-Schuhe. Ich finde die voll cool. Hey, die sehen wirklich anders aus als die. Hey, die in Vietnam sind viel hässlicher. Die Fake, die du hast. Die sehen echt okay aus. Aus wie eine Socke halt. Mit Löchern. Vom Fitnesstrainer natürlich. Man kennt's. Proteinshakes. Ist aber nicht die einzigen. Im Auto sind noch welche von Kevin. Ja, also das waren so ungefähr seine Geschenke. Aber Leute, es ist natürlich individuell angepasst. Ich habe noch die hier bekommen, um mich nochmal jung zu fühlen. Also das habe ich ihm geschenkt. Olivia Rodrigo Konzertkarten für direkt morgen. Das war das allererste, was er machen möchte, wenn er 30 ist. Ja, Mann. Wo nur Teenies wahrscheinlich sind und ich so als Erwachsener in der Crowd. Du bist der Vater, der die Mutti-Zettel ausgefüllt hat.
Okay, Leute, Dirks Geburtstag ist mittlerweile etwas länger her. Wir waren auch schon auf dem Olivia Rodrigo-Konzert. Ich blende euch mal ein, wie voll es war. Das war auf jeden Fall sehr, sehr wild und durch dieses Konzert habe ich mich direkt 5 Jahre jünger gefühlt, wie man hier sehen kann. Ich bin ja auch schon sehr nah an der 30 dran. Und für den heutigen Vlog habe ich mir gedacht, suche ich mir mal einen Kommentar aus dem letzten Video raus, wo ich das Wort Dirk filter und habe direkt einen Kommentar gefunden. Mir ist aufgefallen, dass ihr mit eurem Nachwuchs Vietnamesisch sprecht und mich würde interessieren, ob du und Dirk untereinander auch Vietnamesisch sprecht oder nur Deutsch oder gemischt. Wir haben dann noch nicht die perfekte Balance gefunden. Ich mache das gerade so, dass ich eigentlich hauptsächlich schon Deutsch mit Dirk rede. Es ist einfacher, es geht schneller und wir können da über tiefgründigere Sachen sprechen. Aber manchmal so vor dem Nachwuchs versuche ich auch tatsächlich mit Dirk vietnamesisch zu sprechen. Vor allem, wenn es so ganz simple Floskeln sind wie Papa, gib mir mal eine Windel oder so. Das sage ich dann gern auf Vietnamesisch. So machen wir das. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Und ja, ihr könnt auch gerne etwas in die Kommentare schreiben. Ich weiß nur gerade nicht was. Wie alt ihr seid, habt ihr, glaube ich, schon mal geschrieben. Ob ihr Geburtstage feiert? Und wenn ja, wie? Das wäre echt interessant, weil ich muss auch zuschauen, wie ich nächstes Jahr meinen Geburtstag in Vietnam feiere, wo ich kaum Freunde habe. Vielleicht ändert sich das noch. Aber vielleicht auch nicht. Wir sehen uns dann im nächsten Vlog. Bye!